Vielen Dank, Oliver. Und damit kommen wir zum letzten Referenten, Roland Füllemann, der Angst hatte, dass es nicht ganz mit der Zeit reichen würde. Aber ich glaube, wir können ihm wirklich noch ausreichend Zeit bieten. Und Sie werden es mir dann vielleicht nachsehen, dass ich nicht auf die allerletzte Minute achte und eventuell ein klein wenig überziehe, so es doch eng werden sollte. Und das Thema, oder erstmal Herr Füllemann, er ist jetzt ganz interessant. Er ist der einzige von den dreien, die keinen direkten Bezug zum Institut haben. Was ihn natürlich weder qualifiziert noch disqualifiziert, sondern einfach eine Aussage. Er ist zweitens eben derjenige, der sicherlich auch eindeutig auch in der Praxis verortet ist, wenn ich Ursula Wittmer eine duale Identität bescheinigen mag. Und von daher auch aus dieser Praxisperspektive reichlich schöpfen kann und tut und eben seit 11 Jahren eben mit einer Firma Example Consulting in der Beratung tätig ist, in diesem Bereich auch zunehmend tätig ist. Und wir schlagen den Bogen zurück zur Cloud, nämlich Cloud-Beschaffung, und zwar für den speziellen Bereich der Personalwirtschaft. Wir haben ja gesehen im ersten Referat, dass ja private Daten, persönliche Daten besonders heikel sind in diesem ganzen Thema. Und insofern, wo haben wir so viele persönliche Daten als in der Personalwirtschaft? Ist das also ein direkter Anknüpfungspunkt an das erste Referat? Und ich bin also ganz gespannt, Herr Füllemann, the floor is yours, wie man so schön sagt. Besten Dank, Herr Mürach. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Referat. Die Personalwirtschaft hat eine große Bedeutung für die öffentliche Verwaltung. Denken Sie an personalintensive Bereiche wie Polizei, Gesundheitswesen oder Bildungswesen. Ich habe ein bisschen gegoogelt, die Vorbereitung auf dieses Referat, und habe herausgefunden, dass die Ausgaben für das Personal im Schnitt in der Schweiz 30% der Staatsausgaben betragen. Und in den Bereichen, die ich gesagt habe, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Polizei, kann das 70-80% der Ausgaben ausmachen. Zur Steuerung und Verwaltung dieser Ressourcen wird Software eingesetzt, eben Software für die Personalwirtschaft. Ich durfte in den letzten 10 Jahren verschiedene Beschaffungsprojekte durchführen für öffentliche Verwaltung. Das größte war für einen Kanton mit 40.000 Mitarbeitenden. Ich habe auch Vorstudien und Projekte machen dürfen für 2 Städte mit je über 10.000 Mitarbeitenden, für Hochschulen, für Polizeiorganisationen und auch für Spitäler. Natürlich waren nicht alle diese Projekte jetzt mit der Cloud, sondern die Cloud beschäftigt uns erst seit etwa 2 Jahren. Ich selber habe auch noch keine Patentrezepte, ich habe auch auf viele Fragen noch keine Antworten. Ich habe Ihnen aber heute 3 Thesen mitgebracht und versuche sie anhand dieser Thesen durch meinen Vortrag zu führen. These Nummer 1, Applikationen aus der Cloud kommen, und zwar schneller, als das vielen lieb ist. Wenn ich hier von der Cloud spreche, dann meine ich Software as a Service, also Applikationen, die in der Cloud angeboten werden, und ich meine Private Cloud. Also ich rede hier nicht von speziellen Clouds, die für die öffentliche Verwaltung gebaut werden, sondern es geht hier um Angebote, die auch der Privatwirtschaft zur Verfügung stehen. Einen Markt, der von der Privatwirtschaft dominiert wird und an dem jetzt eben auch die öffentliche Verwaltung teilnimmt. Zweite These, Bedarfs- und Beschaffungsstellen, die öffentliche Verwaltung überhaupt braucht eine Strategie im Bereich der Cloud. Denn heute werden wir häufig ausgebremst in diesen Beschaffungsprojekten durch Vorgaben, die eben nicht bestehen. Meine dritte These, da geht es um Beschaffungsdesign. Ich habe mir den Begriff geborgt von Hans-Jörg Bühler, der am Nachmittag eine Fachsession auch hat, genau unter diesem Titel Beschaffungsdesign. Er definiert das so, eine Methodik, um Beschaffungsprojekte so durchzuführen, dass man richtig an den Markt geht, die richtigen Marktteilnehmer evaluiert, dass man die richtigen Anforderungen aufnimmt und dass man ohne Risiken zum Zuschlag kommt. Ich werde Sie kurz in das Thema einführen, weshalb müssen wir über die Cloud sprechen in der Personalwirtschaft, dann einige Rahmenbedingungen für die Beschaffung ableiten und das Ganze mit ein paar Fallbeispielen illustrieren.
Die Prioritäten der Personalabteilung, die haben sich ziemlich stark geändert in den letzten 10 Jahren. Vor 10 Jahren haben wir Projekte gemacht für die Personaladministration und Lohnverarbeitung. Und wenn es dann mal ganz innovativ wurde, dann war es ein elektronisches Personaldossier. Ich habe vor 10 Jahren Diskussionen geführt mit einem Spital, mit einem Kantonsspital, und das wurde mir gesagt, E-Recruiting, also Bewerbungen auf dem Internet, das ist kein Thema für uns. Das passt nicht zur Pflege, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Jetzt, 10 Jahre später, hat dieses Spital flächendeckend E-Recruiting eingeführt. Überhaupt führen praktisch alle öffentlichen Verwaltungen und anverwandten Betriebe führen E-Recruiting ein. Wer es noch nicht hat, der hat zurzeit ein Projekt. Parallel dazu hat es sehr viele technologische Neuerungen gegeben. Und die prägendste davon ist die ganze Entwicklung im Bereich der Webtechnologien. Die Webtechnologien sind eigentlich zum Master Ding geworden, mindestens bei diesen Applikationen. Es ist klar, im Bereich E-Recruiting leuchtet es ein, dass ich mit Webtechnologien arbeite, aber es geht hier nicht nur um die Präsentation auf dem Internet gegenüber den Bewerbern, sondern auch die ganze Abarbeitung der Bewerbungen in der Organisation, also bei den Führungskräften. Niemand will heute mehr Personalsoftware für Führungskräfte speziell installieren, sondern da geht man automatisch davon aus, dass das mit Webtechnologien durchgeführt wird, dass ich im Browser arbeiten kann. Die Benutzerfreundlichkeit dieser Weblösungen, die hat sich so stark erhöht, dass das heute auch zum Standard geworden ist. Also wir sind Anbieter bekannt auch von Personalsoftware, die jetzt aufhören mit der Entwicklung ihrer Clients. Die Client-Software wird gestoppt, die setzen nur noch auf Webtechnologie. Die meisten machen das zurzeit. Und jetzt gibt es eben neue Marktteilnehmer, denn einige Firmen haben erkannt, ich kann ja aus dieser Pflicht eine Kür machen und ich kann gleich das ganze Angebot in die Cloud stellen, ins Web stellen. Und so präsentiert sich jetzt zurzeit die Landkarte der HR-Applikationen. Ich habe hier unten noch die guten alten HR-Applikationen, On-Premise, Personaladministration, Lohnverarbeitung und jetzt eben neu. Neben E-Recruiting ganz viele Module, die man im weitesten Sinne der Personalentwicklung zuordnen könnte. Und hier spielt zurzeit die Musik. Zurzeit wollen alle Anbieter in diesem Markt und alle Kunden wollen diese Projekte machen. Niemand mehr will alte administrative Lösungen einführen. Alle wollen neu wertschöpfende Lösungen einführen. Sie sehen hier sehr viele englische Begriffe. Das Ganze ist geprägt zum Teil durch Firmen, die aus den USA kommen, aber es gibt auch deutsche Firmen und auch die verwenden mittlerweile die englischen Begriffe. Und um das nochmals zu präzisieren, es geht hier wirklich um Software as a Service und es geht um die Public Cloud. Was sind jetzt die Auswirkungen auf die Beschaffungsprozesse? Etwas, das ich festgestellt habe, ist neue Rollen von Fachbereichen, also Personalabteilung hier und IT. Früher war es ja so, die Fachbereiche mussten oft sehr lange bei der IT anklopfen, wenn sie neue Lösungen wollten. Die Hürden waren hoch. IT-Organisationen hatten häufig wenig Ressourcen. Es war sehr komplex, Projekte aufzusetzen. Die formalen Hürden waren sehr hoch. Man musste Planungen machen, man musste telefonbuchdicke Spezifikationen schreiben. Wenn ich das ein bisschen salopp ausdrücken darf, hat sich das mit der Cloud so geändert, dass die Personalabteilungen heute tolle State-of-the-Art-Lösungen in der Cloud sehen. Sie machen dann irgendwo Referenzbesuche, schauen sich Videos an auf dem Internet, sprechen vielleicht sogar mit Lieferanten und dann kommen sie zur IT und sagen, das wollen wir, setzt uns das um. Wir haben jetzt gelernt, das geht ganz schnell, das ist ganz einfach, ist viel agiler. Und die IT ist dann herausgefordert, eben diese Projekte zu unterstützen und zu schauen, wie können wir damit in eine Beschaffung gehen, wie können wir das umsetzen. Daraus ergeben sich ganz viele rechtliche Fragen. Wir haben sehr vieles von Frau Dr. Wittmer dazu gehört. Es gibt aber auch methodische Fragen, beispielsweise, wie schreibe ich jetzt Cloud-Lösungen im fachlichen Bereich aus? Muss ich wirklich gleich viele Spezifikationen machen, muss ich die gleich großen Anforderungskataloge machen, muss ich gleich dicke Pflichtenhefte machen, wenn ich doch eigentlich nur noch aus 3 Cloud-Lösungen auswählen will, wo sehr vieles schon vorgegeben ist. Das wäre so eine methodische Frage.
Oder was mache ich, wenn gar nicht klar ist, ob jetzt die beste Lösung am Markt in-house ist, vielleicht eine Weiterentwicklung meiner Systeme oder eine Cloud-Lösung? Kann ich überhaupt so in eine Evaluation reingehen oder geht das gar nicht? Kann ich die Lösungen vergleichen? Für die IT gibt es ganz viele neue Aufgaben, die kommen eben aus diesen ganzen Themen mit dem Vertragsmanagement. Frau Wittmann hat uns vieles gezeigt. Sie müssen vertragliche Regelungen finden für den Datenschutz. Sie müssen Vorgaben machen für die Sicherheit. Sie müssen Betriebsparameter festlegen wie Systemverfügbarkeit, Performance. Gar nicht so einfach bei einer Public Cloud-Lösung. Sie müssen Ausstiegsszenarien vordenken und vertraglich regeln. Wie kommen Sie wieder raus aus der Cloud-Lösung? Wie verhindern Sie einen Login? Was passiert mit Ihren Daten? Wie bringen Sie die in eine andere Lösung rein? Das sind alles Aufgaben, um die sich die IT kümmern muss. Da kommen einige neue technische Herausforderungen. Gerade mit der Integration. Wir haben gesehen, die alte HR-Welt ist nicht tot. Der Lohn, der läuft noch in-house im Rechenzentrum. Jetzt kommen neu die Talent-Management-Lösungen dazu. Da brauche ich Integration, technische Integration. Wir sprechen da von hybriden Lösungen. Ich muss die Benutzerauthentifizierung lösen, und zwar sowohl aus dem Internet als auch aus dem eigenen Netz. Also da habe ich einige technische Herausforderungen. Als letzten Punkt habe ich hier noch die veränderte Ökonomie. Bis jetzt war es ja so, dass ich zu Beginn von Standardsoftwareprojekten Lizenzen kaufen musste. Das hat schon mal sehr viel Geld gekostet und dann kamen die ganzen Projektkosten dazu. Neu habe ich weniger hohe Einstiegshürden. Ich habe nachher aber die sogenannten Subskriptionsgebühren. Die setzen sich zusammen aus den Betriebsleistungen und eben den laufenden Softwarelizenzen, auch für die permanente Weiterentwicklung der Systeme. Das ist eine ganz andere Rechnung. Kommen wir zum ersten Fallbeispiel. Damit möchte ich illustrieren, die Cloud kommt. E-Recruiting. Der Stellenmarkt, der hat sich praktisch zu 100% ins Internet verlagert. Also heute muss man E-Recruiting machen. Mir ist noch ein Kanton bekannt, der in den letzten Jahren für eine Inhouse-Lösung entschieden hat. Alle anderen gehen in die Cloud, in die Public Cloud mit diesen Lösungen. Dieses Jahr hat ein Kanton aus der Zentralschweiz eine Ausschreibung gemacht und in den Vorgaben stand, die Daten müssen in der Schweiz sein. Das hat einiges Raunen ausgelöst in der Branche, weil damit da bestimmte Marktteilnehmer ausgeschlossen werden. Die Schweizerische Post, die hat letztes Jahr ausgeschrieben, hat dieses Jahr den Zuschlag gegeben an einen deutschen Anbieter mit Datenhaltung in Deutschland für das E-Recruiting. Mir sind drei Kantonsspitäler bekannt, die ihre E-Recruiting-Lösung beim gleichen Anbieter haben, Datenhaltung in Deutschland. Also wir sehen hier ganz unterschiedliche Praxis, unterschiedliche Vorgaben auch bei den Ausschreibungen. Ich würde genau diesen Case und sehr gerne mit Frau Wittmann noch diskutieren. Vielleicht haben wir im Anschluss noch Zeit und sonst werde ich Sie beim Mittagessen versuchen zu kontaktieren, weil das beschäftigt mich, genau dieses Beispiel, das ich hier beschrieben habe. Nächstes Beispiel, Talentmanagement. Da geht es ja darum, was haben meine Mitarbeiter für Fähigkeiten, was haben sie für Skills, für Kompetenzen und wie kann ich die Mitarbeitenden weiterentwickeln, weiterbilden, wie kann ich Karriereplanung machen und auch Nachfolgeplanung. Vor einiger Zeit kam eine Polizeiorganisation auf mich zu und sagte, wir wollen Talentmanagement machen und wir möchten wissen, wie wir das in unsere Architektur einpassen. Wir haben schon HR-Lösungen und wir wollen wissen, was müssen wir tun, um ein Talentmanagement einzuführen. Wir haben dann zuerst so eine Architekturstudie gemacht und dabei ist sehr viel Sinnvolles rausgekommen, hat mir der Kunde bescheinigt, nämlich auch, welche Schnittstellen wir brauchen. Es ist rausgekommen, welche Lösungen wir ablösen müssen. Und es ist auch rausgekommen, dass gewisse Anforderungen an die Datenqualität und ans Organisationsmanagement gar nicht gegeben waren, dass die zuerst verbessert werden müssen, bevor man überhaupt an die Einführung einer Talentmanagement-Lösung denken konnte. Und dann sind wir in den Bereich der Marktstudie gegangen. Das heißt, wir haben uns die Anbieter auf dem Markt angeschaut. Und das hat dann auch für mich ein paar Überraschungen zutage gefördert. Die erste Überraschung war, der Fachbereich, also die Leute aus dem HR, die haben nach kurzer Zeit gesagt, wir wollen Cloud-Lösung. Wir haben uns
Inhouse- und Cloud-Lösungen angeschaut. Die haben gesagt, die Cloud-Lösung sieht so viel besser aus, benutzerfreundlicher, bunter, schönere Grafiken, besser navigierbar, mehr Funktionalität. Wir wollen die Cloud. Hat mich überrascht, dass dieses Statement so klar war. Zweite Überraschung, die Polizeiinformatik hat gesagt, finden wir gut, wir würden auch in die Cloud gehen. Und das, obwohl gerade im Polizeiumfeld natürlich die Ansprüche an Sicherheit sehr, sehr hoch sind. Sie können sich vorstellen, dass Talentmanagement-Daten von Polizisten, überhaupt Daten von Polizisten und Polizistinnen, die sind um einiges heikler als Bewerberdaten. Also das ist zumindest meine Einschätzung. Die Polizeiinformatik in dem betreffenden Kanton, die hat aber schon sehr viel Erfahrung mit Cloud-Anbietern, die hat sich schon sehr intensiv mit Sicherheit auseinandergesetzt und die sagen, wir sehen kein Problem. Wir unterstützen die Fachabteilung. Wir mussten dann allerdings die ganzen Abklärungen anstoßen mit den Datenschutzbeauftragten. Und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Es hat sehr viel Zeit gebraucht und die Diskussion, die läuft immer noch. Die nächste Überraschung, die kam dann, als wir die Budgeteingabe machen mussten. Da gibt es einen sogenannten Informatikantrag. Und dort mussten wir dann ausfüllen, welche Investitionen wollen wir tätigen und was sind die Betriebskosten. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt aber nicht, ob jetzt eine Cloud-Lösung kommt oder eine Inhouse-Lösung. Also es war sehr schwierig, diesen Antrag auszufüllen. Wir haben das dann auch offengelegt im Antrag und haben das Problem so gelöst, dass wir, Sie lachen jetzt, wir haben die Investitionskosten für eine Inhouse-Lösung eingestellt und die Betriebskosten für eine Cloud-Lösung. Also insgesamt wesentlich zu teuer. Aber wir wollten einfach sicherstellen, dass wir später dann genügend Mittel haben, wenn wir die Lösung einführen müssen. Aber das kann es natürlich nicht sein. Also ich denke, was wir daraus gelernt haben, ist, man sollte hier einen strategischen Entscheid fällen. Man sollte eigentlich vorher wissen, ob man in die Cloud will oder in-house. Nicht nur wegen dem Budget, das könnte man auch anders lösen, aber wir haben auch jetzt beim ganzen Aufsetzen, im Moment sind wir mitten in diesem Beschaffungsdesign, haben wir gesehen, es ist unglaublich schwierig, Cloud-Lösungen und Inhouse-Lösungen zu vergleichen, wenn Sie in den Evaluationsprozess reingehen, weil Sie wollen ja auch niemand benachteiligen. Die Anbieter verlangen ja zu Recht Gleichstellung. Und wenn Sie da mit unterschiedlichen ökonomischen Modellen operieren, dann laufen Sie ein Risiko. Dann komme ich zum Schluss, eigentlich sollte zuerst ein strategischer Entscheid da sein und erst nachher können Sie ins Beschaffungsdesign reingehen. Ich werde das Fallbeispiel Learning Management überspringen aus Zeitgründen. Wenn Sie das interessiert, können Sie mich aber gerne im Laufe des Tages noch ansprechen oder mich auch sonst kontaktieren. Ich habe jetzt gerade aktuell zum zweiten Mal ein Projekt gefasst in diesem Bereich für einen Kanton. Fallbeispiel ERP-Software, nur ganz kurz, in der Schweiz sind 6 Kantone, der Bund, einige der größten Städte, Hochschulen, Spitäler sind auf der gleichen ERP-Lösung. Ich habe mal eine Hochrechnung gemacht, für mich 250.000 Lohnempfänger sind auf dem System drauf. Und der Anbieter hat vor einigen Jahren eine Cloud-Firma gekauft in den USA für 3 Milliarden $. Und hat den Kunden gesagt, wir investieren aber jetzt nur noch in die Cloud-Lösung. Also mit anderen Worten, diese paar Lösungen, wo die genannten Kunden der öffentlichen Verwaltung Millionen von Franken investiert haben, die wird auslaufen. 2025 will der Anbieter die Lösung außer Betrieb nehmen, außer Wartung nehmen. Im Markt wird zurzeit noch heftig diskutiert, ob das wirklich so eintritt. Aber die öffentliche Veranstaltung ist aufgefordert, in die Cloud zu gehen. Sie haben hier Druck vom Anbieter. Ich kann Ihnen auch sagen, dass Kunden der Privatwirtschaft hier schon weiter sind. EMI zum Beispiel, ein schweizerisches Unternehmen, die betreiben die Stammdatenpflege für 13 europäische Länder bereits in dieser Cloud mit Datenhosting in Deutschland. EMI ist zwar eine Schweizer Firma, aber als internationales Unternehmen für sie offenbar kein Problem, Personendaten in Deutschland zu hosten. Ich komme zum Abschluss mit einem Fazit und Empfehlungen. Beobachten Sie unbedingt den Markt, schauen Sie, was die Privatwirtschaft macht.
die Anbieter, die warten heute nicht mehr auf die öffentliche Verwaltung, also mindestens nicht in dem Bereich der Personalwirtschaft. Die spielen nach den Regeln der Privatwirtschaft. Machen Sie Beschaffungsdesign, machen Sie auch Architekturstudien, klären Sie, wo Sie hinwollen, entwickeln Sie eine Vision für die Zukunft. Stützen Sie sich auf Strategien ab. Es braucht eine Cloud-Strategie, es braucht Teilstrategien zum Datenschutz, zur Sicherheit, zu Betriebsparametern. Ohne das wird es dann sehr schwierig mit den Beschaffungsprojekten. Und mit dem allerletzten Punkt komme ich nochmals zurück auf die veränderten Rollen von IT und Fach. Matthias Günther, der ist Berater und Buchautor. Ich habe ihn letztes Jahr hier kennengelernt in Bern an der Beschaffungskonferenz, habe sein Buch gekauft und er spricht von einer Co-Evolution von Fach und IT und sagt, beide Seiten sind gefordert, es sind sehr große Veränderungen, es sind sehr intensive Projekte, man sollte sich da zusammen auf die Reise begeben, zusammenwachsen. Und ich finde das ein sehr schönes Bild, mit dem ich Sie dann ins Mittagessen und auch in den Nachmittag entlassen möchte. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wunderbar, vielen Dank, Herr Füllemann. Und damit haben wir tatsächlich noch die Zeit, um Fragen entgegenzunehmen. Und es ist schon angedeutet, es hat einen Bezug zur Thematik, die auch Ursula Wittmer angesprochen hat. Insofern können Sie auch an beide oder Sie auch beide untereinander reden gerne. Also, die Fragerunde ist eröffnet. Wer hat ein dringendes Bedürfnis zu diesen Personalsachen? Niemand. Haben Sie untereinander, dann können Sie die Frage stellen. Genau. Ja, ich stelle die Frage sehr gerne an Frau Wittmer. Sie hat jetzt ja Zeit, darüber nachzudenken. Ist hoffentlich nicht überrascht. Nein, sie wird das ja aus ihrer langjährigen Praxis sicher beantworten können. Dieser Kanton, der sich hier sehr strikt die Vorgaben gemacht hat wegen Datenhosting in der Schweiz, der beruft sich darauf, dass besonders schützenswerte Personendaten seien, die Bewerberdaten. Und ich habe die Gesetzestexte auch gelesen und versuche sie auch zu interpretieren, auch als Nicht-Jurist. Und ich habe Schwierigkeiten damit, bei den Bewerberdaten besonders schützenswerte Personendaten zu sehen, die man jetzt nicht ins Ausland geben dürfte. Und fühle mich ein bisschen bestärkt dadurch, dass eben die Post und die drei genannten Kantonsspitäler das auch so sehen. Wie schätzen Sie das einfach? Also Bewerberdaten gehören zu den... Hört man mich gut? Also Bewerberdaten sind natürlich Daten in der Regel, die ein Persönlichkeitsprofil erlauben. Da ist ja sehr viel drin, da ist ja nicht nur Adresse drin, da sind Arbeitszeugnisse drin, da sind Abschlusszeugnisse drin von unterschiedlichen Schulen, da hat es Hobbys drin, da hat es ein persönliches Anschreiben drin und das gibt schon ganz klar ein Persönlichkeitsprofil. Beispielsweise ist jemand schwach in Grammatik und Rechtschreibung, hat jemand sehr lange gebraucht, um zu studieren, um seinen Abschluss zu holen, gibt auch Auskunft über die Fortpflanzung, gibt es da Kinder, eheliche, nicht eheliche, weil je nach Bewerber gibt es ja ganz viele Sachen. Es gibt auch teilweise ganz merkwürdige Fotos, die da beigelegt werden aus unterschiedlichen Bereichen. Es gibt Vernetzungen, die Bewerber selber machen auf Facebook. Das ist also ganz klar Persönlichkeitsprofil. Und besonders schützenswerte Daten und Persönlichkeitsprofile werden gleich behandelt, auf der gleichen Stufe. Also ist der Kanton, der das recherchiert hat, sagt zu Recht, Bewerberdaten enthalten in der Sammlung Aspekte der Persönlichkeit, teilweise auch über die Gesundheit, wenn ein Bewerber noch sagt, ich habe 4 Jahre lang nicht gearbeitet, ich erkläre das so, das machen halt teilweise die Leute gar nicht, teilweise machen sie von sich aus, dass sie da eine Krankheit und Unfall gehabt hätten. Also das kann alles mit beinhalten, von Religionszugehörigkeit über Medizinaldaten, das sind dann ganz klar besonders schützenswerte Daten, aber auch das Persönlichkeitsprofil, das man sich daraus ableiten kann, gibt nun tatsächlich den Status der Gleichbehandlung. Und zwar, das erfordert erhöhte Schutzvorrichtungen für die Persönlichkeit des Bewerbenden. Da stellen sich beispielsweise auch Fragen, ja, es gibt bei unterschiedlichen Portallösungen, die man zukaufen kann in der Cloud,
oder on-premise möchten eigentlich die Arbeitgeber und die Personalverantwortlichen die Bewerbungen gleich behalten. Nicht? Also die alte Frage stellt sich, muss ich eine Bewerbung löschen oder nicht vom Personal, weil die Leute, die rufen das nicht mehr zurück. Früher hat man auf Papier, haben die Leute noch gesagt, bitte schicken Sie die Bewerbung zurück, das ist heute nicht mehr der Fall, sondern die lassen das ganz wenige, deleten auch. Die haben heute die Möglichkeit, das auf dem Portal, Bewerbungsportal beim E-Recruiting selber zu löschen, machen sie nicht. Da stellt sich die Frage, ja, darf ich überhaupt vom Portal ein Backup machen, nicht? Und die Personalverantwortlichen sagen, am liebsten behalte ich immer alles, weil es könnte ja sein, dass ich in Zukunft genau ein Profil, was da drin ist, mit Big Data Analysen heraussuchen kann und dann habe ich schon einen, den ich eigentlich brauchen könnte. Also das sind alles Fragen, die sind eigentlich rechtlich ganz klar. Man muss die Sachen regelmäßig löschen, man darf die nicht ein Backup machen davon, sondern im Hinblick auf den Persönlichkeitsschutz muss das Zeug weg, nicht? Man kann auch Folgendes sagen, man kann bestimmte Bewerbungen möchte man gerne behalten, aber dann kann man die Leute, wenn sie sich bewerben, klicken lassen und sagen, ich bin damit einverstanden, wenn ich jetzt nicht berücksichtigt werde, dass ich dann für spätere Stellen allenfalls berücksichtigt werden kann, bitte behalten Sie mein Dossier. Und 90% der Leute wird sagen, ja, behalten. Und damit haben sie natürlich auch die Aufbewahrungsdauer verlängert, weil sie können sagen, ja, diese Stelle wird in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren wieder ausgeschrieben, außer sie sagen, ich suche einen ganz jungen Bewerber. Nicht? Dann müssen sie sagen, ja, mit 25 ist man noch ganz jung, mit 35 schon nicht mehr ganz jung, dann müsste ich eigentlich mit 30 dann gelöscht haben. Nicht? Also das sind Bereiche, die eigentlich immer so einem Löschung- und Archivierungskonzept entsprechen müssen. Also das muss man klären und sie können heute customizen, was sie wollen. Also im Moment, auch wenn sie in die Cloud gehen, nicht? Also die großen Lösungen in die Cloud, da customizen sie auch alles, was sie wollen. Und sie halten nicht eine Einstellung, die schon datenschutzfreundlich ist, sondern gucken Sie sich die großen Lösungen an, die großen Anbieter. Sie können alles haben, was Sie wollen. Das ist immer noch Cloud-Standard. Es gibt sehr wenig Vorkonfiguriertes. Und das müssen Sie natürlich dann mit entsprechenden Beratern, kann ich ja nennen, das Guardian oder wie auch immer, das ist einfach einer dieser Berater, ein bisschen einfacher genannt, der dann customized, der muss dann auch wissen, wer es datenschutzrechtskonform einstellt. Nicht? Weil Sie können wirklich jetzt beim Portal sagen, ich behalte die ganze Geschichten, beim Recruiting behalte ich alles auf. Und da stellt sich dann die Frage, wie die EU das dann handhabt. Das wird auf die Schweiz abfärben, weil die EU sagt ganz klar, es braucht eine datenschutzrechtlich konforme Technikeinstellung. Und ich warte schon mal ab, bis die ganz Großen in Europa dann von sich aus eigentlich sagen, meine Einstellung ist nicht mehr so möglich, dass du das unendlich aufbewahren kannst. Nicht? Also du kannst das nicht mehr sagen, ich kann noch in 20 Jahren wieder auf meine Bewerbung, die ich damals erhalten habe, zugreifen. Außer der Betroffene hat seine Einwilligung dazu gegeben. Ich habe Ihnen die Lösung gleich aufgezeigt. Also ein paar Sachen rechtlicher Art müssen Sie sich immer überlegen, wenn Sie die Beschaffung machen, auch im HR-Bereich. Noch eine Anschlussfrage, wenn ich darf. Was müsste man jetzt zu den Entscheiden von der Post und diesen 3 Kantonsspitälern sagen? Dürfen die mit diesen Daten in die deutsche Cloud oder haben die schon was falsch gemacht bei der Beschaffung? Also die Kantonsspitäler, wenn es HR-Daten sind, die dürfen in die Cloud in Europa. Sie können in den Folien sehen Sie den Export ins Ausland aus der datenschutzrechtlichen Optik. Ich spreche jetzt nicht, ob in diesen Kantonen irgendwelche Grundlagen sind, die das nicht erlauben würden, das zu machen. Das müsste man bei den 3 Kantonen abprüfen, ob da irgendein AGB oder ein Informatikgesetz das eigentlich verbieten würde. Aber aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen die, weil Deutschland hat, jetzt spreche ich unter altem Recht, hat dieselben datenschutzrechtlichen Voraussetzungen zum Schutz der Persönlichkeit wie die Schweiz. Das können Sie alle, wenn Sie da nicht sicher sind, auf die Webseite des EDOP gehen. Dort gibt es eine Liste der Daten, der Länder, die konform sind. Deutschland ist das, also kann man problemlos nach Deutschland exportieren. Aber man die Daten exportieren, aber muss natürlich selbstverständlich auch wieder hier einen Auftragsverarbeitervertrag abschließen. Und jetzt im Hinblick auf das kommende Recht muss man das sowieso machen, weil der Auftragsverarbeiter hat dann Pflichten, direkte Pflichten, eben Notifikationspflicht beim Breach und da sind auch wieder die ganz großen Anbieter von HR-Lösungen schon recht gut und die werden noch ein bisschen fitter, weil wenn dann die ersten Sanktionen erfolgen in Deutschland oder England oder Frankreich ab dem 18. Mai vom nächsten Jahr, dann werden die natürlich dann ihre Verträge und ihre Konditionen auch entsprechend anpassen müssen, weil die wollen ja vermeiden, dass sie trifft. Und das Spannende ist, nicht nur der Verantwortliche wird der Sanktion unterstellt sein, also derjenige, der die Daten rausgibt einem Cloud-Provider, sondern der Cloud-Provider selber kann belangt werden. Und auch der riskiert diese Sanktionen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Regime. Nicht? Wenn ich dann das verarbeite, mich nicht hinter dem Herausgeber verstecken kann, sondern ich muss auch hinstehen
und ich habe auch solche Sanktionen zu gewährleisten, dann werden die Provider schon fit, weil sie halt müssen. Also wenn es weh tut, dann wird jeder fit. Herzlichen Dank. Ich gebe das Mikrofon zurück an den Moderator. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie hier nochmal eine Insight-Diskussion geführt haben und ich glaube, damit auch das Thema ganz hübsch abrunden konnten. Sie sehen, leider ist es immer so, dass wir alle unter dem Diktat der Zeit stehen. Es sind viele Fragen offen, die man auch besprechen könnte, aber die Zeit lässt es so nicht zu. Sie wissen, und ich mache es nochmal hier kund, dass jetzt ein Mittagessen angesetzt ist, wo Sie sich dort draußen in dem Gang entsprechend bedienen können. Das wird rund eine Stunde, nicht mehr ganz, dauern. Und dann geht es wiederum mit Fachsessionen weiter. Der zweite Block der Fachsession. Auch hier müssen sich dann entscheiden, welche der interessanten Angebote des zweiten Blocks Sie dann wahrnehmen wollen und in die jeweiligen Räume dann anschließend wechseln. Also, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.